dann kommen wir jetzt zu Trend Nummer 3, veränderter Stellenwert der Arbeit und veränderte Arbeitswerte. Wir können einen Wandel beobachten von vormals Disziplin, Leistungsorientierung, Gehorsam hin zu Individualität, zu Entfaltung der Persönlichkeit, Kreativität. Das sind mittlerweile Werte, die im Vordergrund stehen. Das Ganze lässt sich auch wirklich systematisch darstellen. In den 50er Jahren, da dominierten die sogenannten traditionellen Werte. Da ging es darum, eben die Gesellschaft aufzubauen, zu erhalten, Pflichtgefühl, Leistungsorientierung. Das waren Werte, die im Vordergrund stehen. Heutzutage stehen eben Sein, Haben und Genießen im Vordergrund. Es geht darum, sich selbst eben zu entfalten, individuell Anerkennung zu bekommen und eben ein tolles Leben zu führen. Ja, diese Abkehr von Disziplin, Gehorsam, Pflichtgefühl, das lässt sich auch daran erkennen, dass das Plagiat von Herrn Guttenberg als Prädikatsmerkmal gesehen wird, um zum Beispiel Bundeskanzler zu werden. Ja, nach dem Motto, jemand, der so toll betrügt und der wirklich seine Ziele da verfolgt hat, der hat das Zeug, um Bundeskanzler zu werden. Und daran sieht man natürlich, dass da letztendlich ein Wertewandel stattgefunden hat, dass eben Disziplin, Gehorsam, Pflichtgefühl gar nicht mehr gewertschätzt wird in der Gesellschaft. Und diese Werte Sein, Haben und Genießen, die äußern sich jetzt in zwei Faktoren. Der erste Faktor, der wird bezeichnet als Work-Life-Balance. Wobei der Begriff ja als solcher schon ein bisschen irreführend ist, weil Work ja eigentlich Bestandteil von Life ist. Aber gut, sei dir mal dahingestellt, was damit gemeint ist, wissen wir auch. Nämlich, dass eben die Arbeit, die Berufstätigkeit vereinbar sein soll mit eben einem Privatleben, mit einem Ausgleich, mit Familienleben. Das geht gleichzeitig eben einher mit dem Wunsch eben zu größerer Mobilität und Flexibilität. Das heißt, junge Leute wollen eben auch Telearbeit machen, Homeoffice eben entsprechend und sich dabei insgesamt also wohlfühlen. Und der zweite Faktor, den können wir bezeichnen als Entschleunigung. Viele Menschen und insbesondere junge Leute haben erkannt, dass sie nur dieses eine Leben haben und da gilt es, das meiste rauszuholen, ein ganz tolles und schönes Leben zu haben mit viel Lebensqualität. Und deswegen planen ganz viele junge Leute wirklich auch Genuss- und Erholungsphasen ein, wo sie sich loskoppeln wollen von diesem Informationsrausch, der auf sie niederprasselt, weil sie eben dieses Mediennutzungsverhalten haben, wie wir eben bei Trend 1 aufgezeigt haben. Die wollen also sozusagen Ruhephasen und Genussphasen explizit haben. Wozu führt das jetzt in der Lehre? Naja, ich habe es mal genannt mit oder bezeichnet als Hedonist and Pleasure-Seeking Students, also nutzenorientierte und eben genussorientierte Studierende, die letztendlich einen sinkenden Ehrgeiz mit sich bringen, weil, na klar, die haben nur dieses eine Leben und auch selbst die Studierenden achten eben auf eine sogenannte Work-Life-Balance und wollen eben entsprechend Genussphasen haben. Früher, und das zeigen die Studien, das war ganz klassisch, da wollte man die Karriereleiter emporsteigen, da wollte man eben Verantwortung haben, man wollte eine Führungsperson haben, hohe Gehälter. Heutzutage, und das zeigen eben die Studien, wollen die Leute eben eine Ausgewogenheit zwischen Arbeitsleben und Privatleben. Die wollen aber auch interessante Arbeitsinhalte haben und eben auch ja, einen Ausgleich zur Arbeit. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt, die wollen Anerkennung haben für ihre Leistung. Und zwar am liebsten permanent. Wir müssen uns mal vor Augen halten, dass junge Leute, wenn die jetzt zum Beispiel ein Foto von ihrem Mittagessen auf Facebook oder auf Instagram posten, dann bekommen die innerhalb von wenigen Minuten direkt 10 gefällt mir und 20 Kommentare so ungefähr. Die halt haben also permanent Feedback und Rückmeldung. Und wenn junge Leute jetzt eben ins Arbeitsleben eintreten oder eben an eine Hochschule kommen und es dort nur alle paar Monate Feedback gibt, dann sind natürlich die jungen Leute frustriert und die Vorgesetzten oder auch ältere Dozierende, die verstehen das gar nicht, dass die jetzt da unglücklich sind, weil die müssten doch glücklich sein, die kriegen doch alle paar Monate Feedback, aber eben nicht alle paar Stunden, was die eigentlich gerne hätten.
Außerdem können wir beobachten, dass unsere Studierende letztendlich Erfahrungen machen wollen. Denen geht es gar nicht darum, Wissen sich anzueignen. Und dieser Zugang zu Wissen ist natürlich nicht mehr so wichtig, sondern stattdessen Erfahrung. Und deswegen geht es den Studierenden auch darum, eben entsprechend Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt zu bekommen und nicht einfach nur stupiden Zugang zu Wissen. Das erklärt, warum eben die Anzahl an Auslandsaufenthalten zugenommen hat und zukünftig auch noch steigen wird, auch bei berufsbegleitenden Studierenden, weil in einem Auslandsaufenthalt kann man natürlich diese prägenden Erfahrungen machen, die sich jeder eben wünscht. Und was wir uns auch vor Augen führen halten müssen, der Wunsch nach Erlebnissen. Ja, nicht nur während dem Auslandsaufenthalt, sondern eben auch in unseren Vorlesungen. Und das macht diesen ganzen Trend Nummer 3 aus.